Binomialkoeffizienten hängen von zwei Parametern n und k ab. Man schreibt dafür n über k und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Binomialkoeffizienten darzustellen. Die einfachste Form ist n faktorelle durch k faktorelle mal n minus k faktorelle oder wenn man n minus k faktorelle quasi aus dem n faktorelle kürzt, entsteht da n mal n minus 1 und so weiter bis n minus k plus 1, also insgesamt k Faktoren durch k faktorelle. Eine wesentliche Eigenschaft der Binomialkoeffizienten ist, dass sie die Anzahl der verschiedenen k-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge angeben. Also beispielsweise, wenn man eine dreielementige Menge betrachtet, dann gibt es drei Teilmengen von der Größe 2. Also wenn die Menge ABC ist, dann gibt es die Teilmenge AB, AC und BC. Das heißt, der Binomialkoeffizient 3 über 2 ist 3. Eine weitere Eigenschaft der Binomialkoeffizienten ist der sogenannte binomische Leersatz. Also wenn wir x plus y hoch n ausmultiplizieren, erhalten wir ein Polynom in x und y und die Koeffizienten vom Term x hoch n minus k mal y hoch k ist wieder dieser Binomialkoeffizient. Diesen binomischen Leersatz möchte ich jetzt ein wenig anders erklären, als es im vorigen Video geschehen ist, wo wir eine Art Induktionsbeweis geführt haben. Ich möchte es kombinatorisch erklären, und zwar durch einen Auswahlprozess. Wir betrachten die Menge, eine dreielementige Menge mit den Elementen A, B, C und wollen jetzt eine Teilmenge von dieser Menge M auswählen. Nun, da geht man einfach die Elemente der Reihe nach durch und sagt, ich wähle das erste Element aus oder ich wähle es nicht aus. Dann nehme ich das zweite Element, ich wähle es aus oder ich wähle es nicht aus. Und dann gibt es noch beim dritten Element auch diese Auswahl, ich wähle es aus oder ich wähle es nicht aus. Und diesen Prozess des Auswählens kann man auch formalisieren, indem man Variable einführt, eine Variable x1, die angibt, dass man das erste Element auswählt und eine Variable y1, dass man das erste Element eben nicht auswählt, x2, dass man das zweite Element auswählt und y2, dass man das zweite Element nicht auswählt und so weiter. Und dann betrachtet man diesen Auswahlprozess als Term. Also ich wähle das erste Element aus oder eben nicht. Danach wähle ich das zweite Element aus oder eben nicht und schließlich das dritte Element oder eben nicht. Wenn man das miteinander multipliziert, erhält man jetzt alle möglichen 8 Auswahlprozesse aufgelistet. Also x1 mal x2 mal x3, das ist der erste Term, entspricht dem Fall, dass man das erste, das zweite und das dritte Element auswählt. x1 mal x2 mal y3 entspricht dem Fall, dass man das erste und das zweite Element auswählt, aber das dritte eben nicht und so weiter und so fort. Der letzte Term y1, y2, y3 ist dann jener Fall, wo man eben gar nichts auswählt, das entspricht der leeren Teilmenge. Ich habe das jetzt noch einmal angeschrieben, wobei ich die Indizes weggelassen habe. Also ich schreibe jetzt nur mehr x plus y mal x plus y mal x plus y und merke mir zunächst einmal, dass der erste Term für das erste Element, der zweite Term für das zweite Element und der dritte Term für das dritte Element gedacht ist. Dann sind die Terme eben x, 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 y und so weiter bis zum Term y, y, y. Und der erste Term entspricht eben in jenem Fall, wo man alle Elemente auswählt, also ich habe die Teilmenge mit den Elementen A, B, C, also die ganze Menge M ausgewählt. Der zweite Term entspricht dem Fall, wo man das erste und das zweite Element auswählt, also nur die Teilmenge AB betrachtet. Der nächste Term in jenem Fall, wo man das erste und das dritte Element auswählt, also die Teilmenge AC betrachtet und so weiter, bis zum Fall, wo man eben gar kein Element auswählt, das entspricht der leeren Menge. Nun kann ich natürlich das jetzt wieder zusammenfassen und ich bekomme hier x mal x mal x, also x der dritten. Und das entspricht eben dem Fall, dass man
kein Element auswählt. Entschuldigung, das entspricht dem Fall, dass man alle Elemente auswählt, also 3x der dritten, dreimal ausgewählt. Und dann gibt es Terme der Form x Quadrat y. Da haben wir mal diesen Fall hier. X Quadrat y bedeutet, dass man eben zwei Elemente auswählt und eines nicht. Und wenn man hier genau sieht, hat man hier 1, 2, 3 Terme dieser Form. Jeder dieser Terme entspricht einer Teilmenge mit zwei Elementen. Das sind insgesamt 3. Und genauso hat man auch 3 Möglichkeiten, nur ein Element auszuwählen und zwei eben nicht. Das sind jetzt dieser und dieser Fall. Und letztlich einen Fall gar kein Element auszuwählen. Also das entspricht dem Term y der dritten. Naja, das ist natürlich nichts anderes als der binomische Leersatz, ein bisschen anders angeschrieben. Also ich habe x plus y der dritten, jetzt in der Form x der dritten plus 3x Quadrat y plus 3xy Quadrat plus y dritten. Nun wissen wir, dass diese Zahlen nichts anderes sind als die Binomialkoeffizienten von der ursprünglichen Definition. Also das sind die Zahlen, die Anzahlen der Möglichkeiten, in dem Fall eine zweielementige Teilmenge aus einer dreielementigen Menge auszuwählen. Das ist eben 3. Und dieser Koeffizient 3 tritt eben auch auf, wenn ich x plus y der dritten ermittle und den Term von x Quadrat y betrachte, mit dem Koeffizienten eben hier 3. Das heißt, wenn ich x plus y der n hoch n ausmultipliziere, erhalte ich hier ein Polynom und die Koeffizienten sind nichts anderes als die Anzahlen, eine k-elementige Menge aus einer, also die Anzahl der Möglichkeiten, eine k-elementige Menge aus einer n-elementigen Menge auszuwählen. Das heißt, damit haben wir den binomischen Leersatz auf eine ganz andere Weise interpretiert, nämlich durch einen Auswahlprozess. Dazu müssen wir aber wissen, dass n über k schon diese Interpretation hat, nämlich dass das die Anzahl der verschiedenen k-Elementen Menge einer n-Elementen sind.